Ein Mann voller Wissen und Erkenntnis, erleuchtet, aber ein Mensch, kein Gott. Für die Juden ein Sohn Gottes, auch andere heilige Männer nennen sie so. Doch zu welchem Zeitpunkt wird Jesus zur Ikone, zum einzigen Sohn Gottes? Durch ein Dogma, durch einen Glaubenssatz des römischen Kaisers Konstantin und das verkündete Glaubensbekenntnis. 300 Jahre nach der Geburt Jesus. Von den vier Evangelien des Neuen Testaments wurde das des Johannes als letztes geschrieben. Und es ist das einzige Evangelium, das Jesus als göttliches Wesen, als Gott in Menschengestalt und als einzigen Sohn Gottes darstellt. Das ist ein bemerkenswerter und sehr radikaler Standpunkt, einen Menschen als Wiedergeburt Gottes darzustellen. Und dieses ungewöhnliche Evangelium stammt nicht aus der frühen Phase des Christentums, sondern lässt sich erst auf das Jahr 160 nach Christus datieren. Doch dieses Evangelium wird später quasi zur Brille aller Christen, durch die sie alle anderen Evangelien lesen. Für die meisten Christen ist heute Jesus der Sohn Gottes, aber das steht weder in den Evangelien von Matthäus, Markus oder Lukas. Die klären darüber auf, Jesus ist der von Gott geschickte Erlöser, der Messias, der den Weg der Rechtschaffenheit lehrt. Selbst ein treugläubiger Jude kann Jesus bis zu diesem Punkt nachvollziehen, doch mit dem Johannesevangelium und der Behauptung, Jesus sei der Sohn Gottes, ja sein einziger Sohn gar, mit dieser grundlegenden Behauptung im Johannesevangelium verändert sich das Verständnis für das Christentum in dramatischer Weise. Ist Jesus ein Mensch oder ein Gott? Mit der Ausbreitung des Christentums verändert die zunehmende Debatte zugleich die wahre Geschichte des frühen Christentums. Der Glaube in den Botschafter ist größer als in die Botschaft selbst. Interessant sind dazu die frühen Aufzeichnungen des Apostels Paulus. Paulus schreibt, Christus widerfuhr eine Offenbarung. Im strenggläubigen Christentum sind Jesus und Gott außerhalb des Menschen. Gott ist jenseits des Universums, alles ist getrennt. Bei den Gnostikern und den Heiden des Altertums ist alles eins, eine Einheit. Vereinfacht, Christus ist in dir und du bist in Christus. Man kann es so oder so betrachten, nicht aber spalten. Doch genau das macht die fundamentalistische Kirche. Wie sehr sich die Aufzeichnungen des Paulus von denen anderer unterscheiden und doch der Wahrheit näher kommen, belegt die sensationelle Entdeckung historischer Dokumente. Die 1945 im ägyptischen Nag Hammadi aufgetauchten Texte sind der größte Fund gnostischer Handschriften. Bislang unbekannte Evangelien, deren Leser die Kirche verfolgte. Lange in den Händen von Schwarzhändlern, verschollen und ebenso missverstanden, offenbaren sie ihr historisches Geheimnis erst jetzt den Wissenschaftlern. Die Schriften von Nag Hammadi sind bedeutender als die Schriftrollen vom Toten Meer. Sie werfen ein ganz neues Licht auf die Geschichte des Christentums, die Geschichte von Jesus und Gott. Ein Didymas Judas Thomas verfasste das mit Abstand wichtigste Evangelium. Didymas Judas Thomas, wer war er? Er war einer der Brüder Jesus. Die spätere Religionsgeschichte machte aus Thomas den ungläubigen Apostel, den Zweifler, der nicht glauben will, dass Jesus nach seinem Tod körperlich wieder auferstand. Der ungläubige Thomas gilt heute als der ergebenste Jünger seines Herrn. Er verstand seinen Bruder am besten. Laut Evangelium des Thomas, ja. Jenes Dokument, das Thomas zugeschrieben wird, reicht weiter in die Geschichte zurück als die anderen von der Kirche abgesegneten Evangelien.
Es spiegelt jene Zeit wider, als Jesus lebendig und predigend durchs Land zog. Es ist wirklich erstaunlich, dass Christen nicht überall nach diesen Dokumenten fragen und das Evangelium des Thomas und all die anderen interessanten Schriften studieren, die ans Licht kamen. Das sagt etwas über die Macht der römischen Kirche, die diese Dokumente als ketzerisch und gefährlich erachtet. Natürlich sind sie das aus Sicht der traditionellen Kirche, denn sie stellen das Selbstverständnis der fundamentalistischen Kirche auf den Kopf. Diese Schriften erzählen von den vielfältigen Glaubensansätzen der Menschen, um Erlösung zu finden. Durch Nachdenken auf der Suche nach dem göttlichen Funken, der in jedem von uns schlummert. Sie suchten den Draht zu Gott durch die Suche in sich selbst. Eine innere Suche nach dem Göttlichen, ohne Hilfe von Priestern und Bischöfen. Ja, Gnostizismus, dieser Erkenntnis- und Erlösungsglaube, ist äußerst attraktiv, vor allem für moderne Denkansätze. Er bietet eine Religion für den Einzelnen ohne Umweg über die Kirche und er ist uralt. Ich glaube, die Menschen haben sich immer nach einer individuellen Religion gesehnt, um das Göttliche selbst zu entdecken. Aber das ist etwas vereinfacht, da ebenso kompliziert. Ich vergleiche das mit dem Bad in 1000 Seifenblasen und man bekommt Seife in die Augen. Die trübt den Blick, ist hinderlich, aber sie reinigt auch. Schon 3000 Jahre vor Christus hieß es in der ägyptischen Religion, der Mensch wandelt sich nach seinem Tod in den Gott Osiris. Er wurde Teil der Gottheit. Das war die Grundlage für alle geheimnisvollen Religionen in der römischen und hellenistischen Welt. Die Mysterienkulte um Isis, Mithras, Adonis und so weiter. Die Idee hieß, im Menschen steckt ein göttlicher Funke, unbewusst im Innern schlummernd zu erwecken, durch die Initiation, die Weihe, die schließlich zur Verwandlung führt. Und wie ging dieser Glauben verloren? Ganz einfach. Die Katholiken hatten einen Bulldozer und die Rabbis hatten auch eine Planierraupe. Und damit ist in wenigen Worten die ganze Geschichte des Christentums und des Judentums beschrieben.